wandern rauf am Berg und schauen auch auf die Täler und ein frischer Wind kommt auf und dann lohne mir das Gipfelkreuz aus dem Rucksack, nimm ihn Brems und wir trinken dann ein Schnäpsle und die Sonne lag da und ich schnuff die frische Bergluft. Mensch, ist das schön, es gibt mir's Ländle. Auf dem Rückweg kommen wir denn beim Wasserfall vorbei, mit dem Blick auf den See. Und dann kommt der Schneefeld, rutschen wir rein und laufen zum Hütte und spüren uns mal, wir sind wert. Formen mit neuen Augen, was will ich noch mehr? Das gibt mir's Ländle. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. Mensch, ist das schön, das gibt mir's Ländle. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. Wenn der Winter kommt, dann nehmen wir unsere Ski und kommt auf die Piste. Ist Laternsertal, ist Montefu und in ihm bregt so weit. Wir kaufen umeinander und treffen uns beim Schirm. Und die Sonne lacht da, auf der Hänge glitzert der Schnee. Mensch, ist das schön, das gibt mir's Ländle. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg. Unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg. Das ist Vorarlberg. Unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg. Unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg. Unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. Das ist Vorarlberg, das ist Vorarlberg, unser Vorarlberg. So, da haben wir den Dätschert Erich. Bisiner, Servus Heilspitz Erich. Wie bist du zu gekommen, um da ein Kreuzufer zu bauen? Wie schnell ist es gegangen? Ja, das haben mich schon viel gefragt. Ich bin als Bub mal zu Italien, vom Berg da mit dem Vater. Da war so ein Bergmess, da haben sie auch ein Kreuz aufgestellt. Da haben sie auch beleuchtet gehabt. Dann habe ich gedacht, wenn ich groß bin, möchte ich das auch mal machen. Und dann bin ich von der Gottesspitze da hingeguckt, dann haben wir da hergeschaut und habe gedacht, das wäre ein super Plätzle. Dann bin ich natürlich da hergegangen, habe das ein bisschen angeschaut. Und dann habe ich da der André da Defile, 2004 im November, habe ich das einbetoniert. Und dann habe ich gedacht, so, das lange noch nicht da, da möchte ich gerne ein Kreuz aufstellen. Und dann habe ich mal angefangen, ein bisschen buddeln. Dann ein Fundament betoniert und dann habe ich das Kreuz aufgestellt mit zwei Kollegen. Und seit letztem Jahr habe ich auch das Kreuz beleuchtet. Aber da bin ich nicht ganz fertig da. Schaut aber gut aus bis jetzt. Danke Erich, tolle Idee, gut, dass du einfach gemacht hast. Gefällt dir super da. Danke. Ciao. So, Zahngäste.